Willkommen zu Frequent Traveller TV und einer frisch gepressten Folge heute im Schneegestöber. Draußen immer noch Minusgrade, der Schneelevel steigt nicht mehr, ist irgendwie auch Regen später angesagt, aber für euch eine frisch gepresste Ausgabe, die ich für euch aufzeichne. Was ist es? 1.03 Uhr. Also ihr seht, es wird wirklich nicht hell hier. Ja, die Themen, die wir für euch vorbereitet haben: Weihnachtsgrüße von der Lufthansa können teuer sein. Das merken die Klimaaktivisten, Terroristen, Kleber, ihr könnt euch den Namen selber aussuchen. Turkish Airlines hat auch eine teure Bestellung gemacht bei Airbus. Da hat man auch etwas festgezurrt, also Weihnachtsgeschenke für die Freunde der Turkish Airlines, die den Airbus-Leuten gegeben haben. Dann haben wir Eurowings. Eurowings fliegt nicht weiter, als der A320neo fliegen kann. Was bedeutet das? Air Dolomiti, wir hatten uns gefragt, was das im Rahmen der Übernahme bedeutet für Air Dolomiti. Kann man die wieder einpacken, zusammenpacken, wegschieben? Nein, sie werden größer, sie wachsen. Und wir haben nochmal eine News aus der Lufthansa Gruppe. Die fliegen ab 8. Januar 2024 nach Israel. Und an diesem Deal, natürlich nachdem der Türke Flugzeuge bestellt hat, geben wir auch einen Deal von den Türken aus Stockholm nach Hongkong ab 1599. Und ja, es ist Business Class, auch wenn ich es nicht dazu geschrieben habe. Muss ich direkt dazu schreiben. In der Zeit könnt ihr natürlich gerne den Kanal abonnieren, die Glocke anmachen, ein Like da lassen, aber auch ganz, ganz wichtig zu kommentieren. Ich habe alle Kommentare beantwortet. Also ich habe meinen Ablasshandel getan. Jetzt könnt ihr wieder neu kommentieren, damit ich wieder was Neues zu tun habe. Hups, nicht ans Mikrofon reißen. Ja, das erste Thema, was wir heute haben, das ist das Thema Lufthansa sendet teure Liebesgrüße aus dem Lufthansa Aviation Center. Und zwar aus der heutigen Bildzeitung entnommen, nicht desto weniger wahr ist, dass man bei der letzten Generation eine teure Post bekommen hat und sie möchten bitte der Lufthansa 740.000 € überweisen, und zwar jetzt. Das Lustige an der Geschichte ist, wir hatten ja immer wieder gemunkelt, kommt da was, kannst du jemanden in die Tasche greifen, und damit hat die Bude $1 Million oder Euro, egal wie ihr rechnet, gekostet, denn Fluggesellschaften haben ja nicht nur Geld haben wollen, sondern auch Flughäfen. Und ich bin mal gespannt, was andere Fluggesellschaften machen. Konkret geht es natürlich um den Frankfurter Flughafen, um Hamburger Flughafen am 13. Juli. Da waren 57 Flüge der Lufthansa-Gruppe, also das ist natürlich alles Eurowings, LH, Swiss und so weiter, betroffen. 8.500 Passagiere waren betroffen, 400.000 € hat diese Bude gekostet, insgesamt sind das 10 Beschuldigte. Düsseldorf am 13. Juli ebenfalls waren 24 Flüge, 3.000 Passagiere betroffen, das sind 220.000 €. Und da es irgendwie noch keine Namen der Verursacher gibt, konnte Lufthansa da wohl noch nicht das Ganze zustellen, dass man sagt, bitte zahlen Sie jetzt. Wobei man kann natürlich mit der Lufthansa Kreditkarte zahlen, wenn es das Limit hier gibt, da gibt es wenigstens Punkte für. Und die Beschuldigten sind halt jetzt aufgefordert worden, außergerichtlich zu zahlen. Und Berlin gab es natürlich auch den Vorfall, das war November 2022. Da sind betroffen gewesen 35 Flüge, 5.000 Passagiere. 6 Beschuldigte haben bereits die Ausforderung zur Zahlung in Höhe von 120.000 bekommen. Also da ist wohl wirklich was los. Gezahlt hat natürlich keiner von den Kollegen, das ist ja klar. Wie willst du einem nackten Menschen in die Tasche greifen? Aber ich glaube, dass diese gesamtschulterische Leistung, die sie da haben, relativ spannend wird. Volker Wissing sagte, dass das Ganze toll ist und sein Zitat ist: Blockaden von Flughäfen mit dem Ziel, die dortigen Abläufe zu stören, überschreiten bei Weitem die Grenzen des legitimen Protestes. Das sind auch keine Bagatelldelikte, Menschen werden potenziell gefährdet und es stehen große wirtschaftliche Schäden. Und das ist wohl so. Auch Vertrauen in die Sicherheit der Flughäfen hat wohl gelitten. Wahrscheinlich hat das auch dazu geführt, dass der eine Kollege da mit dem Auto durchgefahren ist. Aber wir wissen ja, der Hamburger Flughafen reagiert. Strafrecht soll verschärft werden. Das Luftsicherheitsgesetz soll laut Kollegen Wissing mit dem Bundesinnenminister, der ja auch von der FDP ist, wie heißt er nochmal, Marco irgendwas, ihr könnt den Namen unten rein, Buschmann genau heißt er, und von unserer Nancy Faeser. Ich weiß gar nicht, ob es sich überhaupt lohnt, noch die Namen zu merken, weil wie lange hält die Regierung noch. Auf jeden Fall ist es so, dass man da jetzt eine Strafverschärfung haben möchte. Aber ich denke mal, es reicht alleine schon, die Strafen, die es gibt, einfach mal konsequent auszuschöpfen und vielleicht auch wieder körperliche Züchtigung einzuführen. Das hilft den meisten Leuten vielleicht beim Denken etwas mehr. Kanickelfangschläge in solchen harten Fällen sind durchaus zu vertreten in meinen Augen. Ihr könnt ja unten schreiben, Frage des Tages: Wie würdet ihr mit dem Klimaaktivisten umgehen? Und vor allem, wie würdet ihr mit ihnen umgehen, wenn sie nicht zahlen? Die nächste Thematik ist Turkish Airlines. Die haben ja dafür gesorgt, dass es bei den Freunden bei Airbus weihnachtliche Stimmung gibt, denn es gibt Geschenke, Geschenke, Geschenke und Gewinne, Gewinne, Gewinne. Turkish Airlines hat in einem Maßstab eingekauft, die man sonst nur aus anderen arabischen Ländern kennt. Ist Türkei arabisch? Nee, eigentlich nicht, aber ihr wisst, was ich meine. Und es ist so, dass man dort 230 Passagier und Frachter aus den Reihen 321neo und 350 gebucht hat. Und davon sind halt die 150 A321neo, 60 davon sind 350-900, dann hat man noch 15 von der 1000er-Variante genommen, zumal das ja letztens nicht mehr so lief wie geschnitten Brot wegen den Rolls-Royce-Triebwerken, wir erinnern uns. Und 5 davon sind halt auch Frachter direkt ab Werk und 125 weitere Optionen. Dass also insgesamt 355 Maschinen gekauft worden sind. Nochmal danke an den Kollegen, der das auch unter einen Beitrag geschrieben hatte. Ich habe es heute aufgenommen, weil natürlich durch die Zeitverschiebung ist es so, dass es manchmal natürlich Sachen gibt, die frischer sind als das, was ich sage. Aber ihr wisst ja, was zählt, es zählt der Effort. Und wir arbeiten hier dran, dass wir wieder live gehen können, dass wir auch wieder eine Live-Sendung, so wie Sven uns damals die Nachrichten gegeben hat, dass wir diese dann bearbeiten können. Das ist natürlich die erwähnte Flottenerneuerung und Verdoppelung innerhalb von 10 Jahren. Also ist es so, dass man insgesamt 400 Kurz- und Mittelstreckenjets sowie 200 Intercont-Jets braucht. Diese werden dann in den nächsten 10 Jahren geliefert. Über diesen Zeitraum gibt es dann einen durchschnittlichen Angebotsausbau, dass es also wesentlich mehr Flüge gibt und Flughäfen zwischen 7 und 10% pro Jahr, wenn man wachsen. Heißt also 100% in 10 Jahren. Die Konzernflotte soll also von 425 auf 800 paar kaputte Flugzeuge gehen. Der Airbus und Boeing zumindest kurzfristig weitgehend ausverkauft sind, hat sich Turkish Airlines natürlich auch Leasingflugzeuge gesichert, um das Wachstum zu sichern. Man hat ja auch gehört, die haben ja auch die Turkoflot, also das heißt, die für die Aeroflot zuständig waren, genommen oder ausgeliefert worden sein sollten. Und man kauft da Left, Right and Center, genauso wie es Lufthansa ja auch macht. Die kauft ja auch alles, was bei 3 nicht auf dem Baum ist. Ich bin mal gespannt, was da weiter passiert, inwieweit man da vielleicht noch anderen Flugzeuge abnimmt, die sie nicht nehmen, wie zum Beispiel Air Azul. Die hatten ja jetzt auch, nur so als Zeitnot, die 350er, die sie haben wollen, so loswerden und wollen das durch 330er-Neos ersetzen. Das waren die, die in Paris die 4 Flugzeuge bestellt hatten, wo man nicht wusste, wem sie zuzuordnen seien. Aber Azul hat gesagt, it's me. Und damit wissen wir, wer es ist. Und vielleicht gehen die Flugzeuge ja auch irgendwo zu Turkish oder zu Lufthansa. Mal sehen. Und vielleicht haben wir dann auch hoffentlich das Thema mit der Allegris im Griff. Wer alles im Griff hat, ist auch Jens Bischoff, der CEO von Eurowings. Sehr sympathischer Typ, coole Type. Oft und gerne mit ihm unterhalten, wie zum Beispiel auf dem Trip zur IFA. Ne, IFA? ILA. Nee, Wie war das? Nicht Funkausstellung, nicht Luftfahrtausstellung, sondern ITB. Aber Hauptsache Berlin. So, und er hat jetzt halt noch ein paar Sachen von sich gegeben, wo man ehrlicherweise sagen muss, dass das jetzt etwas ist, was zur Klarheit dient. Und zwar ist es so, dass man mit den Strecken im Winter nach Dubai zufrieden ist. Hatte ich ja auch gestern berichtet, dass man dort mit der Performance gut ist, aber der Emirati möchte das halt nicht, dass man über den Winter hinaus fliegt, weil sie keine Slots geben. Gründe wurde es da nicht genannt. Und deshalb wird man ab dem 31. März, ihr wisst ja, vom 31. März auf den 1. April gibt es einen neuen Flugplan, wird die Strecke dann eingestellt werden. Und das ist dann noch einmal ein, naja, soll man das einen Langstreckenanlauf nennen? Ist Dubai, ja, Dubai ist eigentlich eine Langstrecke, weil es ja fast die erste Strecke ist, wo man auch die wirklichen 200 oder 300 Punkte kriegt für die neuen Intercon-Strecken. Aber man möchte jetzt wirklich auf die touristischen Mittelstrecken gehen, fliegt dann halt auch nur noch innerdeutsche Strecken, bei der Bahn hin und zurück mehr als 7 Stunden braucht, damit kaum eine Tagesreise nämlich möglich ist. Heißt also, wenn man diese Strecken fliegt, die 7 Stunden hin und zurück dauern, ist die Bahn natürlich ganz klein im Nachteil, weil wenn du alleine nur 8 Stunden arbeitest, dann kannst du halt, also das macht dann keinen Sinn, so einen Termin wahrzunehmen, abgesehen davon bei der Bahn, die dann halt wirklich nicht zuverlässig ist. Wichtig ist auch, dass man hier jetzt gesagt, dass man natürlich hier sich unterscheidet von der Discover, weil die Discover fliegt wirklich von München und nahe von Frankfurt in die Welt, hat den Lufthansa-Zubringer und Eurowings soll halt wirklich dezentral bleiben und auch nicht mehr Flugzeuge bekommen von der Flotten Zusammenstellung. Das heißt, es sollen keine Langstreckenjets kommen, weil dann wäre ja endgültig das Meer verwässert als das, was man eigentlich wollte, weil dann kann man auch eigentlich Eurowings weiterfliegen lassen auf der Langstrecke. Und das ist halt die Unterscheidung zwischen Eurowings und Eurowings Discover minus Eurowings. Also deshalb nur noch Discover. Schwierig, wenn man sich daran nicht gewöhnt hat bis jetzt. Aber es ist so, dass man halt nicht irgendwo hinfliegen will, wo man mit dem 320neo und dann, wenn der CEO kommt, respektive mit dem CEO fliegen kann. Wobei ich aber glaube, alternativ, dass die LRs oder XLRs nicht aus den feuchten Träumen bei Eurowings raus sind, weil es gibt einige Ziele, die durchaus für Eurowings interessant sind und wo es Sinn macht zu fliegen. Wir sehen das ja an Stuttgart oder an Berlin, die halt keine Großraumflugzeuge voll machen, aber die kleinen durchaus erfolgreich fliegen lassen. Ist jetzt unangenehm von uns, aber wenn man wirklich LRs oder XLRs einsetzen würde, die auch eine richtige Business-Class-Bestuhlung drin haben, dann ist es in der Tat eine ordentliche Alternative und auch wenn eine Premium-Echo reinkommt. Man kann das jetzt nochmal mit den Steuern so sehen, mit den innerdeutschen Kerosinsteuern, weil die Steuern werden, und das ist ja auch das, was dort bei Bischoff gesagt wurde, in der Rheinischen Post übrigens, dass es bei diesen Punkt-zu-Punkt-Geschichten innerhalb Deutschlands mittlerweile der teuerste Kostenblock die Steuern sind. Und da ist es halt so, dass diese Steuern und Gebühren natürlich uns das Leben durchaus schwer machen. Aber hey, Umweltschutz geht vor und das finde ich auch in Ordnung, dass man halt das nicht für Kreti und Pleti macht. Denn ihr wisst ja meinen alten Spruch, Fliegen ist ein Privileg und kein Grundrecht. Deshalb sollte man auch wirklich überlegen, ob man fliegt oder ob man alternative Verkehrsmittel nutzen kann. Und wenn man die Bahn ausbaut und auch zuverlässig macht, habe ich da echt kein Problem mit, dass man sagt, hey, Hamburg-München wird verboten, wenn das Ding innerhalb von 4 Stunden abreißbar wäre. Aber das ist ja illusorisch, dass das klappt und zuverlässig klappt. Aber wir können ja weiter träumen. Ehrlicherweise ist wahrscheinlich auch Hamburg-München die einzige Strecke, die man noch legitim fliegen könnte, weil alles andere mit der Bahn halt wirklich abgedeckt werden kann, wenn man diesen Deutschlandtakt hat, weil alles erreichbar ist. München muss dann halt wirklich auch mal ins ICE-Netz kommen und zwar schnellstens. Jetzt haben wir News aus dem Bereich Israel und zwar ist es so, in Israel ist ja immer noch die Sonderoperation, heißt das ja nicht da, sondern es ist ja wirklich Krieg, hat ja nicht auch gesagt, was man im Gazastreifen macht. Die Lufthansa-Gruppe hat entschieden, dass man ab Januar wieder nach Israel fliegt. Man hatte natürlich während des Gaza-Krieges das Ganze eingestellt aus Sicherheitsgründen. Der 8. Januar ist wohl die neue Zielmarke, weil man da natürlich jetzt guckt. Man will auch natürlich gucken, dass man schaut, inwieweit das wirklich möglich ist. Es soll 4 wöchentliche Flüge aus Frankfurt und 3 aus München geben, die nach Tel Aviv gehen. Und dann gibt es natürlich auch noch Flüge von der Austrian und von der Swiss, die fliegen dann auch, was man sagen möchte, die auch wöchentlich fliegen werden. Zusammen mit den Flügen entspricht das rund 30%, was man vorher geflogen ist. Also man tastet sich da langsam wieder ran. Dann ist es wohl so, was auch spannend ist, ob die Crews weiter freiwillig fliegen dürfen, wovon ich eigentlich ausgehe. Und dass man natürlich in Abstimmung mit den Sicherheitsbehörden da permanent auf jeden Flug neu evaluiert. Ich bin auch davon sehr sicher, dass Flüge höchstwahrscheinlich dann auch umdrehen werden, wenn da wieder Probleme bestehen. Heißt also, dass man da natürlich auf die Operation sehr viel Wert auf die Sicherheit legt. Das muss man natürlich einfach so glauben, beziehungsweise es ist auch so. Da gehe ich ganz fest von aus, weil es gibt nichts Schlimmeres, als wenn in der Tagesschau irgendein Bild von einer Lufthansa-Maschine wäre, was abgeschossen worden wäre. Also da gehe ich ganz fest von aus, dass da alles Menschenmögliche getan wird, um das ganze Thema gut über die Bühne zu bringen. Dann haben wir als letztes Thema auch ja irgendwie Lufthansa Gruppe. Das ist Air Dolomiti, die sind weiter im Wachstum. Denn wir hatten uns ja die Frage gestellt, als die ITA auf den Radarschirmen der Lufthansa erfolgreich erschien, dass man die übernimmt, was passiert mit denen? Und die sind ja auch die kleinste Fluggesellschaft in der Lufthansa-Gruppe. Die Angst war natürlich, dass man, wenn man bei der ITA einsteigt, sagt, Arrivederci. Also entweder man hätte die Bude eingestellt und direkt eingegliedert in die ITA oder aber auch komplett einfach die Bude zugemacht, so wie man Germanwings zugemacht hat. Und deshalb ist es so, dass man da jetzt gesagt hat, was Carsten Spohr ja auch immer wieder gesagt hat, wir wollen da weiter wachsen und eine größere Rolle spielen. Und ich glaube auch, dass das so eine Counterpart ist für die ITA, dass man sich nicht zu sehr abhängig macht von der Regierung, zumal man da ja noch nicht mal die große Alleinstellung hat. Man ist immer noch von der Regierung abhängig und dann, wenn sie bis 2030 irgendwas, 35 oder 33, ich habe es nicht ganz im Kopf, da dann die Bude ganz übernimmt. Vielleicht geht das dann mit der Eingliederung, aber bis dahin will man halt auf der sicheren Seite spielen, falls es bei den Freunden der ITA doch nicht so klappt, wie man es möchte. Denn 2025 will man Gewinn machen und dann die ganze Bude übernehmen. Deshalb ist es so, dass die Flugzeuge, die man hat, nämlich E190er, die im Moment in Deutschland zugelassen sind, die Charlie India, die Charlie Delta und die Charlie Alpha, die Maschinen werden dann nach Italien gehen. Die rund 15 Jahre alten Maschinen bekommt dann die Kennung, Charlie India bekommt November Kilo, die Charlie Delta bekommt die November Foxtrot und die Charlie Alpha bekommt, ist auch 14 Jahre alt, die November Charlie nach Verona. Weitere Maschinen kommen dann auch 2024. Man betreibt dann bei Air Dolomiti 20 Flugzeuge in der Flotte, 17 Embraer 195, 3 Embraer 190. Und dann ist es so, dass eine neue oder eine weitere, ist ja auch eine gebrauchte, 190er Anfang 2020 zu der Flotte zustoßen wird. Auch hier könnt ihr dann nochmal sagen, was ihr davon haltet in Bezug auf die Thematik mit dem Flieger. Ob ihr da in irgendeiner Art und Weise jetzt sagt, oh, Herr Dolomiti mag ich, finde ich cool, oder ihr sagt, ist mir egal. Ich habe da keinen Bock drauf. Da bin ich mal gespannt, was ihr dazu sagt. Jetzt um 18:26 gibt es wieder einen Diesel-Deal und da haben wir natürlich etwas aus dem Bereich des Türken. Wie versprochen, in der Business Class von Stockholm, da muss ich mal selber mich kontrollieren, nach Hongkong 1599 aufwärts angefangen. Buchungsklasse ist J. Gibt einige Restriktionen aufgrund der Saisonalitäten, heißt also so Weihnachten und solche Sachen, wo halt immer ein hoher Demand ist, wird es diese Rate nicht geben, aber ansonsten ja. Ist halt so, dass es keine Restriktionen gibt, außer 12 Monate Maximalaufenthalt und ganz wichtig, 2 kostenlose Stopover in Istanbul sind erlaubt. Solltet ihr das Ticket stornieren wollen, dann gibt es 300 € Kurtaxe, Abgabe, 150 € für Neustart plus natürlich auch die Gebühren für ein neues Ticket. Und was gibt es noch? Also die Tarifdifferenz, das ist der Fachbegriff. Und wir haben nochmal 300 € bei einem No-Show. Jetzt gehen wir auch auf die Strecke, da seht ihr das Ganze, das sind 1353, 4983, sind zusammen 12.672 hin zurück. Ist auch interessant, weil alle anderen fliegen ja auch so ungefähr, wobei aber natürlich der Türke durch Russland durchfliegen darf. Das ist so, man ist ja mit, oder ist man mit dem Russen wieder über Kreuz? Ich weiß nicht, aber die können auch untenrum. Für sie macht das jetzt nicht viel den Kohl fetter. Die fliegen dann einfach hier unten rum. dann unter Afghanistan, Pakistan, Indien und dann China und Hongkong. Kann man machen, ist wesentlich einfacher. Und dann natürlich hier, da gibt es nochmal Wärmung. Aber ihr wisst ja, wie immer im Leben, ich habe das Ganze wieder als Backup gemacht, damit ihr wisst, wie viele Punkte ihr kriegt. Der Trick funktioniert. Ich habe gerade noch mal 2 Sekunden vorher geschaut. Hier ist es so, dass man für die Buchungsklasse J, Stockholm, Istanbul, Hongkong, hin und zurück, bei TAP 25.316 bekommen. Ihr seht dann, wie die Punkte runtergehen. Und ihr seht ja immer hier an der Geschichte, dass Air New Zealand 0 Punkte gibt. Lufthansa ist natürlich mit Vorsicht zu genießen. Das sind dann natürlich keine Statusmeilen, sonst sind nur Prämienmeilen, die auch wieder problematisch sind, weil sie ja nach Kreditkarte, hätte ich fast gesagt, die nach Status gehen und ihr je nach Status mehr Punkte bekommt und Umsatz, so ist das. Aber es gibt natürlich dann die 200 und dann von Istanbul auch nochmal, müsste eigentlich auch 200 geben. Ich denke mal, dass das 800 gibt. Ich bin da, also ich muss da ehrlicherweise sagen, für mich wären das klassische 800. Damit hättet ihr die Hälfte von den 2000 gemacht. Ihr könnt jetzt unten nochmal die Frage des Tages beantworten, inwieweit ihr mit den Klimaaktivisten, Terroristen, Klebern umgehen würdet und was ihr macht, wenn sie nicht zahlen, wieder eure Meinung zu ist. Aber denkt dran, den Kanal nicht nur zu abonnieren, ein Like unten dran zu machen. Hier muss das Like sein, da muss das Like sein. Und dann lasst uns das Ganze nochmal schön brav im Nachhinein besprechen. Ihr könnt auch immer wieder Nachrichten schicken. Da ist die WhatsApp-Nummer. Da könnt ihr dann schreiben. Ich hoffe, ihr habt die Winterlandschaft hinter mir genossen. Und ich bin mal gespannt, wie ich diese Morgen mit Mario mache, mit der Kanalbandbreite. Bandbreite, ja, wie das Interweb dann so funktioniert. Ich gucke mal, ob ich hier so sportlich weiter sitzen kann oder wie wir es machen. Und an dieser Stelle verabschiede ich mich. Ich gebe euch einen Abspann. Da ist er. Also bis dann. Ciao.